Guten Morgen und herzlich willkommen zum Numerologiekalender von und mit Brunhilde Feiner. Heute haben wir den 8. September 2016 und um die heutige Tagesenergie zu errechnen, nehmen wir die Quersumme von diesem Datum und das tun wir so lange, bis wir bei einer einstelligen Zahl herauskommen. In diesem Fall ist es dann die 8. Ja, die 8, für was steht die 8? Die 8 ist eine sehr materielle Zahl, eine sehr praktische Zahl, die Zahl der Karriere, die Zahl des Erfolgs. Alles, was jetzt mit Erfolg zu tun hat, ist heute ein guter Tag, sei es im Beruf, wo du weiterkommen willst oder auch in einem anderen Bereich, wie auch immer. Es geht wirklich darum, praktische, greifbare, handfeste Resultate zu erschaffen. So, diese Zahlen werden wir jedoch auch in einem anderen Licht betrachten und zwar verbinden wir sie nun mit den drei Ayurveda-Konstitutionsmöglichkeiten. Und da haben wir im Ayurveda einmal Vata. Vata ist das sogenannte bewegliche Element. Vata ist die Verbindung zwischen Kapha und Pitta. Vata sagt Kapha, okay, geh jetzt in den Pitta-Zustand. Vata sagt Pitta, okay, geh jetzt in den Kapha-Zustand. Also es ist das verbindende, bewegende Element. Pitta ist das feurige Element. Pitta, da geht es um Handlung, da geht es um Aktion. Pitta im Übermaß sind die, die ausbrennen können, was man heute neumodern Burnout nennt. Die nicht wissen, wo der Punkt ist, auch mal in die Ruhe zu kommen. Und da sind wir schon bei Kapha angelangt. Kapha ist die Energie der Erholung. Kapha ist die Energie der Entspannung. Kapha ist die Energie der Regeneration. Ja, wenn wir heute den Achter, also die Achter-Tagesenergie haben, wo würde ich diese am ehesten zuordnen? Natürlich ganz, ganz klar bei Pitta, sprich es geht um Handlung, es geht darum, etwas zu unternehmen, es geht darum, aktiv zu sein. Denn wenn wir Ergebnisse haben wollen, greifbare Resultate, dann funktioniert das nicht so, dass die uns einfach in den Schoß fallen, sondern wir müssen handeln, wir müssen etwas unternehmen. Also würde ich jetzt die Achter-Tagesenergie heute der Pitta-Qualität zuordnen. Natürlich kann die Numerologie noch viel, viel mehr. Und ich habe einen Numerologie-Report erstellt, den du dir gratis unterhalb dieses Videos, indem du auf den Link dort klickst, anfordern kannst. Ansonsten abonniere den Selbsterkenntniskanal, um auf dem Laufenden zu bleiben und wir hören und sehen uns dann morgen. Alles Liebe und einen wunderschönen, produktiven, aktiven Tag. Ciao, ciao!